Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Mit dabei ist wieder der liebe Fix. Hallo! Und ja, wir schauen uns heute gemeinsam wieder den neuen Fortnite-Shop an. Wir haben nämlich einen neuen, ziemlich preiswerten Emote drin, den Schattenboxer. Den werden wir euch natürlich gleich zeigen. Fangen wir mal schnell mit der linken Seite an. Dort haben wir erstmal die Skins von gestern drin. Ich denke, man muss sich nicht so groß zeigen. Wir haben halt den Hypno-Skin genau mit seinem Backpack drin. Die Skins finde ich hier richtig nice. Auch sie hier. Sie hat ja auch noch einen kostenlosen Stil. Da kann man diese Maske hier wegmachen. Die Skins sind auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, die Hacke ist in Ordnung, hat eigentlich einen ganz coolen Sound. Und der Gleiter ist, würde ich sagen, das Schwächste an dem ganzen Set. Also, den würde ich eher nicht so empfehlen. Ansonsten aber die Skins, die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Besonders der Hypno-Skin hier schaut schon richtig sick aus. So, kommen wir zum nächsten Slot. Und da haben wir einmal den Shogun drinnen. Den habe ich mir noch nicht gekauft. Aber ich glaube, da muss ich doch glatt mal zuschlagen, Leute. Nice one. Und zwar passen die Flügel sehr gut zu meinem Renegade Raider. Ihr wisst Bescheid, der Fix hat ja den Renegade Raider. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Item und das ist Klingenbiss. Eine Spitzhacke mit so einem Kopf, Teufelskopf. Ich fände es viel geiler, wenn der nicht da wäre. Dann wäre die Hacke, finde ich persönlich, viel geiler. Ja, finde ich auch viel cooler ohne. Ich finde aber die Schleife irgendwie nicht so... Ja, ich weiß nicht. Ich habe es mir nicht gekauft. Ich werde sie auch nicht kaufen. Ist nicht so geil. Und dann kommen wir zum Gleiter. Das ist der Kabuto Gleiter. Diese Animation ist ganz nice. Aber ist auch, glaube ich, kein Must-Have. Soll ich ihn mir kaufen? Sag mal so, falls ihr auf diesem Video die 10.000 Likes schafft. Ja, natürlich. Dann kaufe ich ihn mir, okay? Völlig utopisch. Mit dem Creator-Code Snoxy natürlich, Leute. Ehre. Ja, Leute, tragt gerne Snoxy als Creator ein. Bis heute Abend geht auch noch das Gewinnspiel, wo man hier die neuen Skins gewinnen kann. Ich verlose beide neuen Skins an quasi zwei Personen. Also wenn ihr die hier haben wollt, einfach nur Snoxy dort eintragen und ein Hashtag Snoxy in die Kommentare schreiben. Und heute Abend löse ich das Ganze dann auf Instagram auf. Also ja, nehmt da unbedingt teil und tragt Snoxy als Creator ein. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal den Archetype drin. Finde ich ganz in Ordnung. Also der Backpack ist nicht so krass, aber... Jetzt mit dem Hypno-Skin finde ich den Hypno geiler als ihr. Definitiv. Also da würde ich mir eher den neuen Hypno holen als diesen hier. Und ist billiger sogar. Definitiv sparst du nochmal 3 Euro. Dann... Sichelschläger? Ah, ich fände es richtig geil, wenn nicht diese Sichel mit drin ist. Nur Baseballschläger. Also das wäre voll die Galacke. Heftig. Aber ich kaufe mir lieber die richtige Sichel anstatt die. Ja. Ich habe es mir gekauft, weil ich damals die richtige Sichel nicht hatte. Bereue ich jetzt. Aber... Kommen wir zum nächsten Skin. Genau, der Grillgeneral. Schön preiswerter Skin für 800 Viewers, auf jeden Fall in Ordnung. Also es gibt wenige Skins, die so detailreich und aufwendig gemacht sind und dann nur 800 kosten. Also ja, preis-leistungsmäßig auf jeden Fall absolut in Ordnung. Und ein cooler Schwitzer-Skin, finde ich irgendwie. Ja, aber hat auf jeden Fall was. Spielen nicht viele und kann man gut reinzweiten mit dem Skin. Safe. Kommen wir zur Schrottdüse, Leute. Die Schrottdüse, einen Gleiter. Ich habe ihn sogar gekauft. Ich finde ja diese Turbine hier ganz nice, aber ansonsten... Ja, ich finde den Style schon ganz cool. Ich finde, so der passt... Er passt so ein bisschen zu meinem Renegade Raider, deswegen habe ich ihn gekauft. Ich kaufe immer nur die Skins zu Renegade, weil ich immer nur Renegade spiele. Aber ist schon ganz cool, aber 1200 ist schon eindeutig zu viel. Ja, dann mein Emote, ne? Wegen Chris. Chris-Emote. Ja, ist jetzt aber leider nicht der coolste Emote. Halt so ein typischer 500 V-Bucks Emote. Ja, ich finde den schon cool. Ich habe ihn auch viel benutzt. Ist schon geil. Tatsächlich? Ja, ich habe ihn viel benutzt. Alter, krass, okay. Vielleicht sollte ich ihm noch eine Chance geben. Ja. Und ja, dann kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages. Schattenboxer. 200 V-Bucks kostet der und das macht er. Und zwar boxt er. Es ist so ein Boxen und ein Tanzen irgendwie, ne? Ja, ich glaube fast gar nicht tanzen. Also beim Boxen, du steppst ja eh schon so. Ich glaube, ja, Fußarbeit ist schon immer viel. Aber stimmt schon, er macht schon so ein paar... Aber die Bewegungen sind schon nicht so wirklich richtig Boxen. Schon ein bisschen komisch. Ja, guck mal, diese eine... Der Schlag und genau. So. Okay, am Ende, ja, tatsächlich, ja. Also am Anfang boxt er erstmal so und dann hier dieser Dance so. Ist in Ordnung, würde ich sagen. 200 V-Bucks gehen dafür klar. Soll ich ihn dir holen? Natürlich. Wird gegönnt, Leute. Dann sind wir glatt auf 5000 V-Bucks unten. Alles in allem also auf jeden Fall ein akzeptabler Emote für 200 V-Bucks. Geht das auf jeden Fall klar. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, einfach Snoxy hier als Creator eintragen und ein Hashtag Snoxy noch in die Kommentare schreiben. Bis heute könnt ihr das noch machen. Alle Leute, die hier den Creator-Code Snoxy benutzen, können da teilnehmen, denn ich verlose es auch wirklich nur an die Leute, die das hier eintragen, weil ich für euch ja was damit zurückgeben. Und ja, schaut gerne bei dem Fix vorbei, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir haben gestern auch ein Video auf seinem Kanal gemacht. Also ja, schaut es euch unbedingt noch an. Ein Real-Life-Video. Oh, ein Real-Life-Video. Wird man Chris sehen? Wer weiß. Schaut es euch auf jeden Fall an. Lasst gerne bei Fix ein Abo da. Und falls ihr es noch nicht bei mir gemacht habt, gerne auch hier, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ihr habt gehört, 10.000 Likes, Leute. Dann
kaufe ich mir den Skin. So wegen so einem Skin. Ein Gleiter. Es war nur ein Gleiter, ne? Ja. Oh je, yeah, okay. Also ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss.